Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Wir befinden uns immer noch in dem verdammt unheimlichen Turm auf der Reuseninsel, in dem ich eigentlich gerade überhaupt nicht sein möchte. Und ja, gehen hier langsam durch und schauen uns alles genau an. Ich möchte jetzt mal ein bisschen nach draußen gehen. Vielleicht ist die Aussicht ja ein bisschen erbaulich. Ja, es zeigt sich hier ganz klar der Unterschied zwischen der Spielfigur und dem Spieler, denn Geralt, die coole Socke, läuft hier einfach mal locker flockig durch und beweist Nerven wie Drahtseile, während ich zunehmend nervös werde. Vor allem bei den Geräuschen, die ich noch nicht mal so wirklich richtig gut hören kann. Da ich ja mal wieder das Headset aufhabe und so ein bisschen gehandicapt bin, was das angeht. Als Assassine könnte ich hier jetzt an der Seite hochklettern. Ja, ich glaube, Geralt kriegt das nicht hin. Aber ist auch okay. Muss auch gar nicht sein. Obwohl ich eigentlich lieber hier draußen bin als da drin. Ja, die Geräusche. Beim letzten Mal standen wir unten im Erdgeschoss, nachdem wir den Turm betreten haben. Und es hat an der Kellertür geklopft. Von innen. Und ich habe sie zwar aufgemacht, aber ich wollte nicht reingehen. Und hier gehen auch überall die Lichter an, automatisch, wenn man sich nähert, dieses grüne Licht. Und wir haben ja so wabernde grüne Wolken. Da war eben drüben eine in dem Raum, die hat man gesehen. So wabernde grüne Wolken in der Luft überall. Hier geht auch wieder das Licht an, sobald man sich nähert. Boah, es ist so unheimlich. Ist echt creepy. Eine Armbrust. Und ich finde aber auch überhaupt keinen Hinweis darauf, was hier los ist oder was hier geschehen ist. Okay, hier sind mehrere Betten. Ich habe schon das Gefühl, dass hier irgendwie, keine Ahnung, bei so vielen Betten, obwohl so viele sind es gar nicht. Vielleicht irgendeine Sekte, die hier Massenselbstmord begangen hat oder so. Ja, obwohl drei Betten sind eigentlich nicht wirklich viele. Und es geht immer noch weiter nach oben. Ja, von außen hat man gesehen, ganz oben brannte schon Licht. Und es kreisten die Vögel um den Turm. Und trotzdem ist es mir lieber nach oben zu gehen als... Oh! Alter! Es spukt sowas von in diesem Turm. Ich will gar nicht weitergehen. Ihr habt das auch gesehen, oder? Das Bild hat sich gerade gedreht. Oh mein Gott. Oh, und die Ratten, die hier überall rumlaufen. Oh, da ist was Rotes. Gleich mache ich doch. Alter, die Geräusche. Ich werde wahnsinnig. Oh mein Gott! Oh, nein, nein, nein. Oh, ich habe gerade fast den Controller weggeworfen. Und das nur, weil ein Bild von der Wand gefallen ist. Also ganz im Ernst, hier seht ihr gerade, warum ihr auf meinem Kanal keine Horrorspiele zu sehen bekommen werdet. Wenn ich schon beim Witcher nervös werde. Alter. Oh, ich will gar nicht weitergehen. Hier knurrt doch irgendwas. Und hier sind blutige Handabdrücke. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Was heißt das, dass man die Wand hier verschieben kann? Oder ich will es gar nicht wissen. Das geht mich eigentlich überhaupt nichts an. Ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Das ist überhaupt nicht meine Quest. Warum untersuche ich Orte, zu denen ich gar nicht gehen soll? Ein Hebel. Nein. Boah, ich bin. Oh nein. Hebel.
Wer weiß, was da passiert. Da öffnet sich bestimmt irgendwas. Ich will nicht. Ich will nicht. Und ich kann es nicht wieder zumachen, natürlich. Okay, beide Hebel bewirken scheinbar das Gleiche. Oh mein Gott. Dann geht's weiter nach oben. Oh, steht da einer? Hängt da irgendwas? Da steht, da ist doch was oben auf der. Oh, Alter. Wenn mir das jetzt entgegenkommt oder so, ne? Boah, ich schwöre dir, beweg dich nicht. Wenn sich das, was auch immer es ist, jetzt bewegt, dann sterbe ich. Ich fall instant tot um. Geht das Licht hier nicht an? Nee, das hängt da an einem Haken, ne? Das ist, da steht keiner. Da hängt irgendwie eine Kutte oder sowas. Oder eine Schürze? Alter. Wehe, du bewegst dich. Okay, es ist nichts. Es ist nur eine Schürze. Und da sind Leichen. Da. Ihhh. Leichen in Tanks. What the fuck? Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Boah, Geralt, ne? Einfach so, oh ja, Labor. Und bewundert auch noch die schöne Einrichtung. Alter. Ich sterbe hier gerade 1000 Tode. Da ist ein Zettel, vielleicht erklärt der mir alles. Das soll einfach ein Spukschloss sein. Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 2. Wo ist denn Teil 1? Habe ich den verpasst? Vor allem. Moment mal, der Magier Alexander. Hatten wir nicht. Haben wir nicht bei Keira einen Brief gefunden an einen Alexander, der irgendwelche Tests durchführt und so Sachen? Ist das dieser? Wenn, dann würde ich ihr raten, die Freundschaft zu kündigen. So, hier erstmal die ganzen Sachen entmarkieren. Eine ganz harmlose Tätigkeit. Oh Mann. Okay, Tagebuch, das lese ich jetzt gleich. Ich will mal gerade schauen. Hä, warum ist denn Yennefers Brief noch nicht als gelesen markiert? Was? Was? Lies 30 Bücher, Tagebücher oder andere Dokumente. Ja, das ist schön. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir Yennefers Brief schon gelesen hatten. Wo war denn der Brief? Haben wir doch auf jeden Fall. Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, sorgst du zornig, nicht böse. Geheimniskrämerei. Seuchenforschung. Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Aha. Das heißt, die Kayra kennt den, der hier irgendwie am Werk ist und der hier seine Experimente betreibt. Dann lesen wir mal das Tagebuch. Ich hätte ja lieber mit Teil 1 angefangen, aber gut. Teil 1 haben wir halt gerade nicht. Langer Text. Okay, Teil 2.
Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden, mit einem besonders großen schwarzen Männchen, dem ein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre, aber das war natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Genau wie wir Let's Player. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet. Vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Seerat, der wurde auch eben in dem Brief von Kayra erwähnt. Seerat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken, diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Das ist natürlich die Frau. Das ist natürlich die Frau, aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Tag 362. Meine schwarze Ratte ist tot. Oh nein! Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten noch nie gemocht habe. Okay. Immer noch alles creepy. Ich habe jetzt fast die Vermutung, dass die Quest... Hat da gerade jemand geatmet? Ich dachte, es hätte gerade jemand geatmet. Dass die Quest, die Kayra für uns hat, eventuell damit zu tun hat. Ich hätte eigentlich nur bei Kayra vorbeigehen müssen. Wahrscheinlich hätte sie uns dann ohnehin hierher geschickt. Devena Runenstein. Alter. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Achso, den Rest brauche ich jetzt nicht zu untersuchen. Alter, da ist noch eine Treppe. Es geht noch weiter nach oben. Ich speichere nochmal. Oh Mann. Alles gut. Solange sich nichts bewegt und Geräusche macht, ist ja eigentlich gut. Eine Axiglyphe und Smaragdstaub. Alter. Hört ihr die Frau weinen? Boah. Oh, Alter. Ich höre eine Frau weinen. Höre ich die jetzt, weil die hier gestorben ist? Höre ich die, weil die wirklich noch eine Etage höher hockt? Oder ist das hier, hat das mit dem grünen Dings hier zu tun? Boah, ich halte das nicht aus. Oh, scheiße. Tagebuch Teil 1. Yay. Lesen. Oh Mann. Vielleicht ist das... Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja immer so Quests, wo man vielleicht auch die Vergangenheit untersuchen muss oder so, dass diese grünen, wabernden Wolken da irgendwie Tore zur Vergangenheit sind. Also, dass ich durch den Turm gehe
und vielleicht dadurch dann sehen kann, wie es früher aussah oder was da genau passiert ist oder was da vorgefallen ist oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich dann wieder irgendeinen magischen Gegenstand kriege, wie dieses Auge oder so, das mir dann durch diese grünen Wolken zeigt, irgendwie Szenen aus der Vergangenheit zeigt und vielleicht höre ich durch diese grüne Wolke da gerade die Frau heulen. Oh, das ist so creepy. Leute, ich drehe am Rad. So, Tagebuch Teil 1. Oh Mann. Tag 237. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist, dass schäbige fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten, ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Serat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind, geschweige denn irgendeiner Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Naja, vielleicht haben die sich auch einfach nicht freiwillig gemeldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Aha. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Aha, geil. Die meisten werden ihr Leben, deren Leben, ist ein Opfer, das ich zu bringen bereit bin. Das Leben der Patienten. Ah, ja. Oh Mann. Hat die Frau aufgehört zu heulen? Ich hoffe es, ich will die wirklich nicht hören. Ich will eigentlich gar nichts hören. Und ich will auch nicht weiter nach oben gehen. Und ganz sicher will ich nicht weiter nach unten gehen. Eigentlich will ich gar nicht mehr irgendwo hingehen. Kann ich nicht von hier aus schnell reisen an irgendeinen sonnigen, schönen Ort? Oh. Wenn ich die Kamera so halte, sieht es schön aus. Ich halte es mal so. Die Tür sieht zu aus. Ist sie nicht? Verdammt. Ich dachte, die wäre abgeschlossen. So ein Mist. Was ist denn das für ein Symbol auf der Karte? Da ist ein Symbol auf der Karte. Ich möchte erst wissen, was das für ein Symbol ist, bevor ich weitergehe. Was soll mir das denn... Eine Spukstätte. Yay. Verwende Kairas magische Lampe, um eine Vision aus der Vergangenheit dieses Ortes zu beschwören. Okay, Punkt 1. Ich habe mir schon gedacht, dass es mit Kaira zu tun hat. Punkt 2. Ich habe die magische Lampe noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, dass wir ein magisches irgendetwas bringen... ein magisches irgendetwas brauchen, um hier Visionen aus der Vergangenheit zu sehen. Okay, die grünen Wolken. Offenbar brauchen wir die Lampe von Kaira, die wir mit ihr zusammen ja besorgt haben, um hier die Visionen der Vergangenheit zu sehen. Das heißt, der Hauptteil der ganzen Geschichte erwartet uns erst noch, wenn wir die Quest tatsächlich haben. Wenn wir die Quest tatsächlich haben und damit hier erstmal in die Vergangenheit gucken können. Mit der Lampe. Das sind die Vögel, die wir von unten schon gesehen haben. Aber so wirklich Licht brennen tut hier nicht. Ja, das wird ja dann erst richtig schön. Alter. Obwohl vielleicht, wenn man das so sieht, dann stammt dieser Alexander, dem da geschrieben wurde, stammt vielleicht gar nicht so wirklich aus dieser Zeit. Vielleicht ist das alles irgendwie in der Vergangenheit passiert und man versucht das jetzt nachzuvollziehen. Aber nee, die sind ja noch frisch.
Und der Brief war ja auch von Kay, also von K. Könnte also von Kara sein, nicht von Annabelle oder wie die hieß, die da waren eben... bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Ja. Also nicht von Annabelle, die da eben in dem Tagebuch erwähnt wurde. Aber der war doch draußen. Was hat denn der da am Bein? Ach, ich will es gar nicht wissen. Okay, also richtig interessant und spannend wird die ganze Sache hier erst, wenn wir diese Lampe von Kara haben und eigentlich dann auch erst die richtige Quest dafür haben. Komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Oh, aber hier komme ich nach draußen. Ah. Okay, wenn es jetzt ein bisschen heller und freundlicher wäre, hätte man hier wahrscheinlich sogar eine coole Aussicht. Obwohl, vielleicht ist es hier auch immer so ein bisschen schmierig. Herausgerissen Seite Basilisken, absolut. Yay! Ja, okay, gehen wir mal wieder runter, ne? Werde ich wohl irgendwann mal mit Kara sprechen müssen, wegen der Geschichte hier. Hier ist heller und freundlicher, in die Richtung möchte ich gucken. Boah, und wenn das nur eine von vielen Spukstätten ist, wenn das so ein Symbol auf der Karte ist, das mir sagt, es gibt noch mehr davon. Alter! Oh mein Gott! Moment mal, ich hab doch eine Fackel. Was tue ich mir hier eigentlich an? Warum nehme ich nicht... Eine Fackel. Okay, alles gut. Alles gut. Ich hab eine Fackel. Und du erschreck mich nicht nochmal. Boah, wenn es noch mehr solcher Orte und solcher Quests dann letztlich gibt, ey, ich werd wahnsinnig. Ich bin doch so ein Schisser. Und diese Ratten hier. Vielleicht hat der Typ sich auch nachher einfach in eine Ratte verwandelt. Zur Tarnung, damit er nicht gefunden wird und für seine Experimente zur Rechenschaft gezogen wird oder sowas. Keine Ahnung, ich kann mir viel zusammenspinnen. Erfahren werden wir es erst... wenn wir den Ort hier nochmal richtig besuchen. Was ich überhaupt nicht will. Aber jetzt weiß ich ja schon mal, was uns erwartet. Alter. Nicht lustig. Überhaupt gar nicht lustig. Es wird hell, es wird hell. Es wird aber nicht so richtig hell. Ich will, dass es hell und freundlich wird. Oh, ich habe doch gerade eine Tür gehört. Ist da jemand aus dem Keller gekommen? Ist da jemand in den Turm gekommen? Steht da unten jetzt jemand? Ey. Hallo? Ja, ist doch noch nicht das Erdgeschoss. Das geht ja noch weiter. Jetzt kann ich mir den hier auch mal richtig angucken, der hier hockt.
Das hier ist das Erdgeschoss, ne? Das heißt, das da ist die Kellertür. Und das da ist der Ausgang. Das ist so dunkel. Wo sind die Lichter, die hier immer alle angehen? Ach so, das sind wahrscheinlich die Rattenkäfige hier, ne? Wo er die Ratten drin hatte. Ja, hier liegen auch überall tote Ratten auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, sind Ratten nicht sogar... Ich weiß gar nicht, sind das Kannibalen? Also, dass die anderen Ratten, die jetzt hier noch rumrennen, die Toten wahrscheinlich sogar gefressen haben. Bin ich mir nicht sicher, ich möchte denen jetzt nichts unterstellen, aber... Ich meine... Ratten futtern so gut wie alles. Was war das? Habe ich nicht gerade ein Geräusch gehört? Oh, hier hängt schon wieder so eine Schürze, ey. Oh, ich will hier wieder raus. Ich will irgendwo hin, wo es hell und freundlich ist. Okay, das war's quasi. Jetzt nur noch die eine Kiste hier und dann kann ich gehen. Alles gut, wir sind gleich am Ausgang. Oh, Gott sei Dank. Puh. Schnell weg hier. Hallo, Flötze. Alter, dieser... Was? Alter, dieser Turm, wollte ich gerade sagen. Jetzt ist hier noch irgendein Gegner. Ich habe nämlich schon mein Schwert gezogen. Auch da drüben ist ein Ghoul. Alles gut. Ghule kann ich mitleben. Okay. Yay! Ja, jetzt können wir noch den Rest der Insel untersuchen. Der mir sehr viel lieber ist als der Teil hier. Wieder der Stufe 9 Ghoul hier. Und dann lässt er noch nicht mal was fallen. Was ist das denn? Drecksack. So, da hinten war ja noch so eine... Ja, das sah fast aus wie eine Opferstelle, ne? Da können wir halt nochmal hin, uns das nochmal anschauen. Und auf dem Rückweg schnappen wir uns dann da drüben das Boot. Hier ist wieder der Honig, aber ich glaube, den habe ich beim letzten Mal ja schon geplündert. Ich glaube, da sind noch keine neuen Honigwaben drin. Aber schauen wir jetzt mal. Nee. Da haben die Bienen noch keinen neuen Honig produziert, nicht so wirklich.
Okay, laufen wir nochmal da hinten zu der anderen interessanten Stelle hin. Und dann ist auch langsam gut mit der Insel hier. Da muss ich mich gar nicht mehr so lange aufhalten. Ach, hier sind jetzt die Ertrunkenen wieder da. Die Musik ist cool. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, bestimmt. Die Musik ist cool. Da ist noch einer. In dem Moment, als ich das sagte, sprang er mich auch schon an. So, da unten waren wir schon drin beim letzten Mal. Hier sind noch irgendwelche Zutaten. So, jetzt müssen uns eigentlich noch die... Jetzt müssen wir uns eigentlich nur... Was war das jetzt? Ich habe gerade den ganzen Satz in einem komischen Laut zusammengefasst. Beinahe. Das waren eigentlich gar keine richtigen Wörter. Das war eigentlich nur so eine Intonation... Melodie. Nein, ich sterbe gerade. Nein. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Das lohnt sich jetzt nicht nochmal neu anzufangen. Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert, als ich aus dem Turm rausgekommen bin. Ich weiß es aber nicht. Ich will nicht, dass es gespeichert hat, während ich noch in dem Turm war. Noch schlimmer, bevor ich in dem Turm war. Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, betet mit mir zusammen, dass wir irgendwo rauskommen, wo wir schon draußen sind. Okay, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.